Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, heute ausschließlich im Radio bei 1 Live, nicht im WDR Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr da seid und ich sage euch, dass wir uns heute unterhalten können über alle Themen, die euch interessieren. Wir haben kein festes Thema. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, beides sind kostenfreie Nummern. Der erste Anrufer heute Nacht ist Peter. Stimmt, ne? Ja, hallo Domian. 19 Jahre alt. Ja, richtig. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also mein Problem ist, ich bin mit meiner Freundin seit 5 Monaten zusammen. Mit der Freundin? Ja, richtig. Ja. Und das heißt, also genau seit dem 2. Juli. Wie? Ah, schlechte Leitung. Seit wann? Seit dem 2. Juli. Ja. Und das Problem ist, dass immer, wenn wir miteinander schlafen, dass sie zwar einen Orgasmus hat, ich aber nicht. Ach. Und jetzt hatte ich vorher bis jetzt 3 Geschlechtspartnerinnen. Mhm. Und dann bin ich bei einer dieser Geschlechtspartnerinnen auch nur zum Orgasmus gekommen. Mhm. Und ich habe jetzt, also Beate heißt meine Freundin, mit ihr von ganz, also wirklich so gut wie alles ausprobiert. Und egal, was wir gemacht haben, ich bin nie gekommen. Mhm. Aber du hast eine Erektion. Eine Erektion habe ich. Ist auch nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel masturbiere, dann komme ich auch zum Orgasmus. Mhm. Halt da beim Geschlechtsverkehr nicht. Ja. Wenn du mit deiner Freundin zusammen warst und ihr alles Mögliche ausprobiert habt und es hat nicht funktioniert, passiert denn danach noch? Könntest du es denn danach dann vielleicht durch eigenes Handanlegen bewirken oder auch nicht? Also wenn ich jetzt, danach bin ich dann immer noch erregt, dann, ja. Wenn ich jetzt danach zum Beispiel mir es probieren würde selber zu machen, also das funktioniert dann schon. Das funktioniert schon. Mhm. Das funktioniert schon. Mhm. Und ihr habt alle möglichen Dinge schon ausprobiert, also abgesehen von dem üblichen Geschlechtsverkehr, kann ja, man alles versucht und es funktioniert also nicht. Heißt, ja, wir haben verschiedene Stellungen ausprobiert, wir haben uns zum Beispiel ein Buch gekauft, das ist im Kamasutra, das kennst du, denke ich mal. Mhm. Und dann haben wir es auch mal damit probiert. Und es war auf jeden Fall alles erfolglos in dieser einen Hinsicht. Das heißt, du hast bei dieser neuen Freundin noch überhaupt keinen Orgasmus gehabt? Überhaupt noch gar überhaupt nicht. Habt ihr denn auch so diverse Dinge ausprobiert, was man so, also was mit dem direkten Geschlechtsverkehr nichts zu tun hat, mit Streicheln, mit allen möglichen Sachen? So, das haben wir alles auch, also sagen wir mal, ein wirklich sehr ausführliches Vorspiel haben wir ausprobiert. Früher, als wir jung waren, nannten wir es Petting. Ja, genau. Sowas. Das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Auch, sagen wir mal, Oralverkehr. Mhm. Also das funktioniert auch nicht. Ich meine, das macht uns ja auch alles unheimlichen Spaß. Auch der normale Geschlechtsverkehr. Das ist zwar auch für mich, ist zwar wunderschön, aber halt dieser absolute Höhepunkt, dieses I-Tüpfelchen, das fehlt dann halt. Und du bist wirklich sehr erregt? Ich bin absolut erregt. Und das gefällt dir richtig gut? Ja, das macht mir wirklich Spaß. Mhm. Ich genieße das auch. Mhm. Ich meine, ich genieße es natürlich dann auch, wenn sie zum Höhepunkt kommt. Mhm. Das ist natürlich klar, aber halt, das eine bleibt halt dann aus. Mhm. Und nochmal gesagt und nochmal klargestellt, wenn du mit dir alleine bist, klappt alles ganz normal. Das war noch nie ein Problem. Auch jetzt kein Problem. Nie. Mhm. Und auch die Beziehung, die du vor deiner Freundin hattest, lief das sexuell auch ganz problemlos? Ja, also diese drei sexuellen Beziehungen, die ich zu Frauen hatte, das waren, kann man sagen, mehr One-Stands. Waren das 3 Beziehungen oder hast du 3-mal vorher nur mit Frauen geschlafen? Ja, also das war dann zwar öfters, aber ja, wenn man so sagen würde, halt so eine Art Fick-Beziehung so ungefähr. Mhm. Mhm. Und da hat es halt nur bei einer einzigen, ist dann auf einmal einfach passiert. Wie es auf einmal einfach passiert. Ja, dass ich halt diesen Orgasmus hatte. Ach so, das heißt, es gab da aber auch schon Probleme. Ja, das gab auch bei den davor auch schon. Halt nur bei einer von diesen dreien hat das halt dann zum Orgasmus geführt. Aha. Aber die Problematik ist dann schon lange da bei dir. Ja, das ist richtig. Mhm. Auch von vorher, sag ich mal, wenn ich was mit Mädchen hatte in meiner Jugend, so mit 14, 15, das erste Mal Petting, dann...
hat es halt auch mit dem Orgasmus nicht funktioniert. Also, ich bin ganz sicher, Peter, dass das ein recht tief liegendes psychologisches Problem ist. Ja, denke ich mir auch, weil wenn man mal so sieht, wenn man früher Bravo gelesen hat zum Beispiel, ja, dass dann ja auch oft Mädchen, wenn sie das filtern, sexuelle Erlebnisse, halt auch Probleme haben, Orgasmus zu haben. Mhm. Nur gut, das ist bei Frauen dann noch ein bisschen vielleicht eine andere Problematik. Ja, vielleicht noch auch tiefliegender bei Frauen, klar. Nur weil ich mir dann auch vielleicht denke, dass wenn man dann auch wirklich zu sehr daran denkt und einfach nur darauf hinarbeitet, dass es vielleicht gar nicht klappt. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, dass man gar nicht daran denkt, aber im Endeffekt denkt man doch dran. Ja, also ich glaube auch, dass das eine tiefer liegende Problemlage ist bei dir, ja, die du selbst so gar nicht in den Griff bekommst. Und ich bin sicher, das geht nur über den Weg eines Fachmannes, mit einem Fachmann zusammen, mit einem Psychologen. Und ich schlage vor, dass du jetzt erstmal mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Ja. Das ist der Ferdinand. Und der wird dir in deiner Gegend, in der du wohnst, vielleicht auch den einen oder anderen Ansprechpartner, der für so etwas Spezialisiertes nennen können. Okay. Da wollen wir gar nicht weiter jetzt Küchenpsychologie hier betreiben. Das ist ein ernstes Problem, glaube ich. Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Gut, Peter, also du legst auf, wir rufen gleich zurück. Okay, danke schön, Domian. Okay. Und kann ich vielleicht noch drei Freunde von mir grüßen? Jetzt geht das wieder los. Nun gut, einmal. Aber okay. Sonst gibt es also heute niemanden. Ich grüße den Marco, den Benedikt und den Christian. Das ist meine WG. Okay, danke schön. Schön, Peter. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Next-T-Anruferin, das ist die Martina und die ist 31 Jahre alt. Hallo. Hallo. Martina, guten Morgen. Guten Morgen. Du gehst bitte auch ganz nah ans Telefon. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mein Kind verloren habe. Was heißt das verloren? Wann ist was passiert? Jetzt Freitag, also letzte Woche Freitag. Und das war... Wie alt war das Kind? Das war gar nicht geboren, das war in der 39. Woche. Aha. Also kurz vor dem Geburtstermin. Das 39. Woche, lass mich mal eben rechnen. 39. Woche ist wie vielter Monat? Das ist 10. Monat, also 10. eine Monat. Woche vorher. Mhm. 10. Monat ist natürlich sehr... weit fortgeschritten. Ja, also es war schon lebensreif, 2950 Gramm und 52 Zentimeter. Was ist denn geschehen? Was ist geschehen? Ja, es, so eine Nagelschnur hatte sich verhangen, so laut Ärzte. Und daran ist es dann erstickt, ne? Also hat sich so gesehen im Mutterleib erhangen, weil es raus wollte und dann hat sich die Nagelschnur wohl umwickelt. Wie hast du das bemerkt? Gar nicht eigentlich. Gar nicht? Nee. Aber du hast es dann ist es irgendwie aufgefallen bei einer Untersuchung, oder? Ja, weil ich musste zum Arzt und da hatten die so ein paar Entzündungswerte festgestellt. Mhm. Aber da lebte das Kind aber noch und da sollte ich nur zur Vorsorge nochmal hinkommen, weil die dachten, ich habe eine Mandelentzündung und so. Und um das auszuschließen, dass ich keine Gebärmutterentzündung oder sowas habe, sollte ich nochmal zur Nachkontrolle kommen. Mhm. Ja, und dadurch hatten die das festgestellt durch ein CTD, dass keine Herztöne mehr da waren. Und wie lange war das Kind da schon tot? Das war schon seit, also sagen wir, von Montagnacht gestorben. Also von Montagnacht bis auf Dienstag, also schon 4 Tage tot. 4 Tage war es tot? Ja. Mhm. Das ist ja immer sonderbar. Das kann ich mir so schwer vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich habe es nicht gemerkt. Ich meine, ich habe immer gedacht, dann hast du vielleicht Blutung oder irgendwas, oder es war ein schlecht oder so. Es war gar nichts. Mhm. Was ist dann geschehen, als man das festgestellt hat? Erstmal war der Schock groß, der Arzt war auch kreidebleich. Mhm. Dann hatten sie noch gesagt zu mir, ich brauche das jetzt nicht holen lassen, ich kann das auch morgen oder übermorgen machen lassen, weil der Arzt auch geschockt war in dem Moment. Mhm. Ja, und da hat mein Mann nur geschrieben, sie kann auch nicht mit dem toten Kind noch rumlaufen. Mhm. Ja, und dann hatten sie sich noch um mich gekümmert, dann musste ich erstmal raus oder wollte raus an der Luft, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ja, und dann hatten sie dann mir noch geraten zu einer spontanen Geburt. Mhm. Was jetzt ja von 8 Stunden bis 24 Stunden dauern konnte oder noch länger. Mhm. Und das wollte ich denn nicht, habe ich nur geschrien, das kann ich nicht, ein totes Kind auf die Welt bringen. Mhm. Und dann hatten die dann einen Kaiserschnitt dann gemacht, was sowieso vorher geplant war. Mhm. Ja, und dann bin ich aufgewacht und hatten die mir noch das tote Kind gebracht. Du hast es gesehen? Ja, die haben mir das tot gebracht, ja. Mhm. Was war das für ein Gefühl? Schlechtes. Ich hätte konnte sie nicht anfassen, ich konnte nur ihre Hände streicheln und ich wollte an den Tag, wollte ich nur noch sterben. Ich habe mir so gewünscht, dass ich nicht mehr aufwache an der Narkose. Mhm.
ist das dein erstes Kind gewesen? Ja, erstes Kind, worum wir auch gekämpft haben. Mhm. Weil ich vorher auch eine Operation hatte, von dem Myom und so. Achso, es war also problematisch, dass du überhaupt schwanger geworden bist. Genau. Dass du schwanger werden konntest. Mhm. Und dann hatte ich noch eine Bilderbuchschwangerschaft, keine Probleme, gar nichts. Mhm. Da hat mir auch noch immer gesagt, gut, und Mutter hat mir noch gratuliert, dass alles so gut gelaufen ist. Weil das Kind ja auch geholt werden sollte, denn die andere Woche. Du konntest es nicht in den Arm nehmen? Nee, ich konnte, also ich durfte es, aber ich konnte es nicht, weil es tot war. Ja. Ich habe sie in dem Moment, konnte ich das nicht verstehen, dass mein Kind mir das angetan hat und sich aufgehangen habe. Mhm. Aber das du hast ich es nicht begreifen. Aber du hast es berührt an den Händchen. An den Händen, ja. Mhm. Das war letzte Woche. Ja. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, konntest du mir sowas antun? Obwohl, ist jetzt fies gesagt, aber ich hab dem Kind in dem Moment die Schuld gegeben, dass es sich in meinem Mutterleib aufgehangen hat, so kurz vorher. Ne? Mhm. Weil wir haben alles gekauft und alles gemacht und so gefreut und auch die ganzen Bekannten von uns und so. Und das Schlimmste ist, vorher, 2-3 Wochen vorher ist das unseren Bekannten genauso passiert, war es genauso nicht, aber das war auch eine Frühgeburt im 6. Monat. Mhm. Das war letzten Freitag. Mhm. Mhm. Gibt es jetzt für dieses Kind eine richtige Beerdigung? Ja. Ich muss, wie eine Puppe liegt sie da. Ich wollte sie erst nicht mal angucken. Ich sage, ich kann das nicht, weil ich das Schreckensbild ja noch von Krankenhaus gesehen hatte. Und dann kriegte ich aber mal Weinkrämpfe und habe zu meinem Mann gesagt, ich kann sie nicht so wegtun, ich muss sie sehen. Und das wo bin ich ihr schuldig. Und wo liegt sie jetzt, wie eine Puppe? Also jetzt ist sie noch in der Leichenhalle aufgebahrt. Ist aufgebahrt? Ja. Mhm. Und ich wollte hier auch nicht, weil sie den Krankenhausanzug anhatte. Und da habe ich gesagt, ich will, dass sie ihre Sachen mitkriegt und alles. Mhm. Und dass sie auch ordentlich zurecht gemacht wurde. Mhm. Und dann habe ich mir sie dann angeguckt. Und wann ist jetzt die Beerdigung? Freitag. Diesen jetzt kommenden Freitag. Mhm. Mhm. Ja, weil ich ja auch mit dem Kaiserschnitt noch warten musste, so ein bisschen, dass ich dann auch ein bisschen wieder auf die Beine bin. Mhm. Hast du Angst vor der Beerdigung? Ja. Ja. Weil ich dann weiß, dann kann ich gar nicht mehr zu ihr hin. Weil ich hätte sie am liebsten mitgenommen in dem Moment in den Sarg und neben mich gestellt, weil ich will das nicht wahrhaben. Mhm. Ich will das auch nicht wahrhaben, dass sie nicht mehr in meinem Bauch ist und dass sie dort ist, die da liegt. Mhm. Für mich, also sieht halt aus wie eine Puppe. Mhm. Als wenn jemand mit mir einen Scherz gemacht hat. Mhm. Wie nimmt dein Mann das auf? Ganz schlecht. Ja. Der ist auch fix und fertig, also der kann auch gar nicht. Haben die Ärzte dir etwas gesagt, ob du nochmal schwanger werden kannst? Ja, das zum Glück ja. Das ja. Mhm. Aber das hilft natürlich über die Trauer jetzt auch nicht hinweg. Ne? Nee. Das kann man jetzt leicht sagen, naja, komm Martina, du kannst doch mal schwanger werden, aber... Ich sag mal, wenn sie im 5. Monat oder so, weil ich sie nicht gekannt hätte, nicht gesehen hätte oder so, dann wäre es leichter gewesen. Aber so... Mhm. So ist die Beziehung ja schon zu stark gewesen zwischen dir und dem Kind. Ja. Ich sage, hätte sie nur 2 Minuten die Augen aufgemacht und wenigstens mich angeguckt, hätte einen Grinsen von ihr oder so und wenigstens Licht gesehen hätte kurz, aber... Mhm. Gar nichts. Aber sie hat die Augen ganz zu, ne? Ja. Mhm. Das war so schrecklich. Oder ist immer noch schrecklich. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt eine sehr traurige Zeit demnächst werden wird, Martina. Und, ja, ich denke mal, da komme ich auch nie rüber weg, weil ich hatte damals auch schon meinen Bruder verloren und alles. Und ich glaube, dass du... Und ich habe immer gedacht, dass es nie, so wenn mir Leute das erzählen, das ist das Schlimmste, was man verlieren kann, sein eigenes Kind. Mhm. Da wollte ich nie so richtig glauben. Was heißt nicht glauben? Glauben schon, aber ich habe nie gedacht, dass es wirklich so schlimm ist. Mhm. Ich glaube, dass du das nie vergessen wirst. Das würde ich auch nicht. Und dass du immer dieses... Auch wenn selbst mal sie eine Schwester oder Bruder haben sollte, sie wird immer in meinen Augen sein, was hätte sie jetzt gemacht, jetzt hätte sie daneben gelaufen und alles. Mhm. Also das ist... Aber ich glaube schon, dass es die Hoffnung gibt, dass, ich will mal so sagen, dass so ein Trauerprozess irgendwann vielleicht doch etwas so in den Hintergrund tritt bei dir. Du merkst schon, wie vorsichtig ich das ausdrücke. Der Schmerz wird nicht auf Dauer so stark bleiben wie jetzt, Martina. Auf Dauer vielleicht nicht, aber man wird immer, ist egal, auch wenn ich jetzt einkaufen gehe, was ich schon gar nicht gemacht habe, nur einmal notgedrungen, weil irgendwas muss man ja haben. Also mir stehen die Tränen in den Augen, wenn ich irgendwo langlaufe und da... Aber guck mal, das ist ja jetzt auch noch völlig normal. Es ist ja nicht mal eine Woche her. Mhm.
Wenn du jetzt anders reagieren würdest, wäre ja auch schon fast etwas nicht in Ordnung. Da ist ein ganz schlimmer Schmerz, ist dein Kind gestorben. Und dass du jetzt über alle Maßen traurig bist und auch denkst, dass es vielleicht gar keine, nichts Helles am Horizont mehr gibt, ist auch normal. Aber ich bin sicher, dass es was Helles am Horizont gibt. Und nee, du hast. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Glauben verloren, also von einem Tag auf den anderen. Also sowas, also so fies kann keiner sein. Aber du hast deinen Mann, den du liebst. Ja, das ist richtig. Und der steht mir gut zur Seite. So. Und ich war froh über. Und ihr seid junge Leute. Du bist 31, der Mann wird wahrscheinlich nicht viel älter sein als 34. Du. 34. Und ihr habt eine gemeinsame Zukunft vor und geplant. Und ich glaube, und wenn die Ärzte zu dir sagen, jetzt muss ich das trotzdem auch nochmal bringen, diesen Aspekt, dass du nochmal schwanger werden kannst. Das heißt, es gibt eine Hoffnung. Es gibt auch nochmal vielleicht eine Kehrtwendung in deinem Leben. Ja, aber da bleibt immer die Angst, hoffentlich ist nichts mit dem Kind und ja, hoffentlich passiert mir das nicht nochmal. Ja, das ist klar. Das ist so. Und auch im Krankenhaus, wenn mein Mann nicht dabei gewesen wäre, jeden Tag, ich wäre nicht mehr nach Hause gegangen, ich hätte mich mit dem Körper vergiftet, ich wäre nie irgendwo hingerannt und ich hätte nur noch sterben wollen. Und man darf auch nicht so leichtfertig das eigene Leben wegschmeißen, Martina. Du bist eine gesunde junge Frau. Ja, aber. Du hast jetzt sehr viel Leid erfahren, was viele andere Menschen auch erfahren. Und ich würde sagen, dass du einfach jetzt diese Trauer richtig lebst und auch ja, ihr freien Raum lässt in dir. Aber dass du auf keinen Fall so vergessen solltest, dass es auch nochmal Hoffnung gibt für euch. Das ist nicht alles hoffnungslos in deinem und in eurem Leben. Aber irgendwie schon. Also ich finde schon, zwar nicht alles, aber ich sag klar, komm mal wieder Lichtblick oder so. Klar, aber guck mal, wieder dran denken. Du bist gesund, dein Mann ist gesund. Ihr habt eine Liebe. Ich sage, ich zähle jetzt nur mal ein paar gute Sachen auf. Vielleicht gibt es nochmal die Chance einer Schwangerschaft und es gibt ein neues Kind. Das ist alles Hoffnung, das bedeutet Hoffnung. Ja gut, aber ich sage, man kann sie nie ersetzen. Man wird immer dran denken. Mhm. Und vor allem, dann kriegst du wieder den Horror, hoffentlich ist nichts. Und wenn du wieder aufwachst, vielleicht ist dein Kind tot. Mhm. Und vor allem war das alles so klar, weil das war ja selbstverständlich, dass sie lebt und auf die Welt kommt und alles. Wenn sie jetzt krank gewesen wäre oder so, oder wenn jemand gesagt hätte, das und das stimmt nicht und so, oder frühzeitig verloren hätte oder was, dann hätte man ja auch noch gesagt, gut. Es ist so schwer. Auch schwer gewesen, aber vielleicht ein bisschen leichter dann noch. Ne? Es ist so unendlich schwer, so ein Schicksal zu akzeptieren, welches man nicht versteht. Man versteht es ja nicht. Warum? Es ist die Grausamkeit des Lebens eigentlich. Ja? Es gibt keine Begründung und keine Erklärung dafür. Martina, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen sprichst. Mhm. Bitte. Das sieht so aus, das geht so, das wirst du vielleicht wissen. Du legst auf und der Ferdinand, so heißt der Psychologe heute Nacht, wird dich gleich anrufen. Mhm. Ja? Alles klar. Und ich wünsche dir und deinem Mann von Herzen alles Gute. Ja, und ich hoffe, vielleicht hat das auch mal jemand gesagt, der das vielleicht auch selber mal erlebt hat oder so. Sag mal, Martina, vielleicht kann der Ferdinand dir gleich auch noch da ein bisschen weiterhelfen. Es gibt eine bundesweit organisierte Selbsthilfegruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Vielleicht könntest du mit diesen Leuten mal Kontakt aufnehmen, weil es spricht sich einfacher mit Menschen, die das gleiche Schicksal erlebt haben und erleiden müssen. Das wird der Ferdinand gleich dir erklären und dir sicher auch eine Telefonnummer geben. Ja? Wir legen jetzt auf, das heißt, du legst auf und er ruft dich gleich wieder an. Ja, das ist nett. Alles gut, auf Wiedersehen, Martina. Ja, danke. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Marcel und Marcel ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marcel. Hallo, mein Thema ist zwar nicht so krass wie von der Vorrednerin, sondern es geht um das Thema, was du gestern hattest, unappetitliche Berufe. Und hast du es ganz gesehen gestern und gehört? Ja, ich habe noch so eine halbe Stunde geguckt. Heftig, ne? Ja, also mit dem Totengräber da und alles, was da war, das war ja schon Hardcore, ne? Das war wirklich Hardcore. Mhm. Aber so ist es. Ja, aber muss es ja alles geben. Es muss es geben, ja. Und wir sollten froh sein, dass es Leute gibt, die solche Arbeiten tun. Ja. Erzähl von dir. Ja, ich habe 4 Monate in einem Entsorgungsbetrieb gearbeitet. In einem Entsorgungsbetrieb? Also in einem Müllbetrieb oder was? Richtig. Aha. Was genau war das für ein Betrieb? Es war eine Firma in Duisburg. Mhm. Und ja, da stand ich dann halt so am Fließband. Mhm. Ja, und dann kam dann alles am Müll, was da,
was die Leute halt so wegschmeißen. Achso, auf dieses Fließband kommt aller Müll, den wir in den Container werfen? Richtig. Ach, ich dachte, das würde mal alles gleich als eingestampft oder verbrannt. Nö. Das wird da erst alles gesammelt. Aha. Und ich sag mal, der größte Hammer ist ja, das, was wir trennen, kommt wir trotzdem alles wieder zusammengeschmissen. Aha. Jetzt mal eins nach dem anderen. Also da läuft alles an euch vorbei, oder lief alles während der Zeit, als du da gearbeitet hast, an dir vorbei, was Menschen in Müllcontainer, Mülltonnen tun. Richtig. Was sieht man da alles? Man sieht vom ganz normalen Hausmüll bis hin zum, wie heißt das, getragene Damenbinden, Tampons, Windeln von alten Leuten getragene und das war schon richtig heftig, sag mal. Das muss doch dann in dieser Halle, in der das gemacht wird, bestialisch stinken auch, ne, oder? Das stinkt bestialisch, das ist richtig. Ich sag mal, das Schlimmste, was wir dann auch so schon mal hatten, waren auch schon mal so tote Tiere wie Ratten und Mäuse. Klar, die werfen die Menschen ja auch in den Müll, ne? Ja. Man wirft ja alles in den Müll irgendwie. Richtig. Also war das so das Unappetitlichste für dich, die toten Tiere da? Ja, ich sag mal halt, waren auch viele mal dann immer dazwischen bei totem Fleisch und so. Mhm. Und das war schon richtig heftig. Mhm. Dementsprechend ging mir persönlich dann auch. Also ich habe mich mehrmals auch umgedreht, weil ich dann doch schon würgen musste. So, was solltet ihr denn da sortieren? Was wird da raussortiert? Also ich war dann dafür zuständig, dass Tüten raussortiert worden sind, sprich, dass ich die Tüten aufreißen musste und dann den Müll nochmal rausgeholt habe. Mhm. Und dann halt, ich sag mal, in so eine Art großes Loch geschmissen habe. Das war so ein Container halt. Mhm. Der ging dann eine Etage tiefer, wo er dann halt alles mit dem Bagger wieder weggeholt worden ist. Mhm. Der hat das dann irgendwo wieder anders sortiert. Mhm. Wird denn auch so, was ich ist, Metall und Plastik und so Sachen, werden die auch getrennt und sortiert? Alles. Alles. Und jetzt hast du gerade was ganz Seltsames gesagt, das wird hinterher wieder alles zusammengekippt? Hä? Ja, nein. Wenn das vom Fließband runter ist, also wir mussten das ja unterschiedlich dann wieder sortieren. Mhm. Der eine hatte Papier, der andere, keine Ahnung. Also alles, was man da so sortieren konnte. Mhm. Und das musste man dann halt in, wie gesagt, eine Etage tiefer dann so reinschmeißen, in so einen Container. Gut, das blieb aber alles getrennt, ne? Ja, klar. Ja, ja. Wie viele Stunden am Tag hast du das gemacht? 8 Stunden. 8 Stunden. Von morgens 6 bis mittags um 2. Und da gibt es dann auch eine Pause, das steht ja jedem zu. Ja, sicher. Und kann man da rausgehen und sein Butterbrot essen? Ja. Das geht? Also, wenn man dann ein bisschen frische Luft geschnappt hat und nicht weiter dran gedacht hat, dann ging das. Mhm. Hast du denn abends den Geruch aus der Nase rausgekriegt? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, hast du mit Mundschutz gearbeitet? Ja. Mhm. Obwohl, es bringt nicht viel. Es bringt absolut nicht viel. Der Gestank kommt trotzdem durch. Mhm. Ich sag mal, spätestens nach einer Stunde geht halt wirklich regelrecht auf den Sack. Mhm. Gestern haben wir das ja auch schon gehört von einigen, dass so die Umwelt da sehr kritisch drauf reagiert hat. Der eine Kollege sagte, dass der im Schlachthof arbeitet, die Totengräber sowieso. Wie war das bei dir? Haben die Leute auch gesagt, sowas machst du? Ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich hab das eher auf, gar nicht erzählt. Ja, also ich hab gesagt, ich arbeite zwar im Sorgungsbetrieb, aber jetzt hier nur so im Lager, wo nur mit Papier ist und so. Mhm. Und das andere, da habe ich dann so gar nicht erzählt. Du warst ja nicht so lange dabei. Ja, 4 Monate. Genau. Der Grund, dass du da wieder aufgehört hast, war das der Grund, dass du gedacht hast, ich halte das nicht mehr aus, das ist mir zu ekelhaft? Richtig. Mhm. Ganz genau. Was kriegt man denn für so eine heftige Arbeit? Einen Lohn? Das lag bei 19 Mark brutto. 19 Mark Stundenlohn brutto ist nicht viel. Nein, das ist richtig. Weiß Gott nicht. Mhm. Ich sag mal, ich habe Gärtner gelernt, aber jetzt nichts anderes bekommen gehabt. Ja, und irgendwas muss man ja machen. Ne? Mhm. Man will dem Staat ja auch nicht auf die Tasche legen. Mhm. Was waren das so sonst noch für Leute, mit denen du da gearbeitet hast? Ich sag mal, es waren halt, so blöd es sich anhört, halt nur Ausländer. Mhm. Sprich aus dem türkischen Bereich und ein Italiener hatten wir dabei. Mhm. Mhm. Weil das will halt kein anderer machen, ne? Und klar. Ich meine, nichts gegen Ausländer, um Gottes Willen, aber es war halt so. Mhm.
Also in einem Müllentsorgungsbetrieb, hört sich das so schick an, ne? Also in, ja, ein Müllbetrieb, ne? Ja. Und als dann danach, nachdem alles getrennt war, dann kommt das auf Müllhalden oder in die Verbrennungen? Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Das ist ja gar nicht. Mhm. Wir haben nur das Fließband vor uns und halt rechts von uns den Container. Mhm. Haben dort dann alles reingeschmissen. Ich sag mal, mich hat es ehrlich auch gesagt nicht großartig interessiert. Ja, ist klar, ist klar. Gott, ja, es muss wirklich unendlich stinken. Ich denke gerade darüber nach, was man also in den Müll wirft, was dann verwest, auch an Fleisch oder alten Wurstsachen oder Lebensmittel, alles Mögliche. Ne? Richtig. Was machst du heute? Wie bitte? Was machst du heute? Ich bin im Moment zwar noch arbeitssuchend, habe aber gute Aussichten hier bei so einem Betrieb in Oberhausen. Mhm. Die stellen halt so Leute für so Fahrkartenkontrollen bei der Deutschen Bahn ein und sowas. Also so Service und... Ein ganz sauberer Job. Ganz sauberer Job. Hoffentlich mit keinen unappetitlichen Begegnungen. Das hoffe ich auch. Marcel, ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Alles klar, danke auch. Hoffentlich kriegst du deinen Job. Ja, und ich soll dann auch schöne Grüße von meiner Freundin bestellen. Ach, das ist aber sehr nett von deiner Freundin. Grüß mal herzlich zurück. Mache ich. Und die findet deine Sendung ganz toll. Ich hoffe, du auch. Ja, sicher. Und ich hätte vielleicht noch ein Thema für dich. Doch. Musik in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen so im Heavy-Metal-Bereich vielleicht. Ja, Musik in der heutigen Zeit, ja, ist natürlich ein bisschen allgemein. Ja, richtig, aber ich sag mal so, hauptsächlich im Death- und Black-Metal-Bereich läuft ja auch einiges verkehrt. Ja, also ich nehme es mal als Anregung auf, wir denken darüber nach, ob man das vielleicht ein bisschen konkretisieren kann. Aha. Ne? Ja gut. Alles Gute, Marcel, tschüss. Okay, danke, tschüss. 1.26 Uhr und das ist genau die richtige Zeit für... Holo? Stimmt das? Holo? Holo, hallo? Hallo? Ja, heißt du Holo? Holok, darfst du sagen. Holok mit G hinten? Nee, mit Doppel-L. H-O-L-L-O. Ja, so sagt es ja. Holo. Oder Holo. Ja, nicht Holo, Holo. Holo. Da ist doch scheiße. Was ist das für ein Name? Das ist doch ein... Hallo Jürgen erstmal. Ja. Nein, also ich heiße richtig Christian und mein Spitzname ist das so. Ach so. Ja. Christian, oder man nannte ihn auch Hollo. 28 ja, Jahre alt. Weiß ich nicht. Um was geht's, Christian? Oder Hollo? Ja. Ja. Um das leidige Thema Krebs. Ja. Das ist halt, ja, so ein scheiß Thema. Bist du krank? Ja, leider ja. Also, ich denke, es gibt schlimmere Leute, die schlechter dran sind als ich. Wie krank bist du denn? Also ich hab's, ja, hört sich blöd an, Gott sei Dank nur in der rechten Wange. In der rechten Wange? Ja. Mhm. Also ein Tumor in der Wange. Ja, und ich hab's jetzt seit, das war jetzt dieses Jahr im April, also anderthalb, also das war 99, ich bin ein bisschen aufgeregt, wie das. Egal, wir kriegen es schon hin. Im April 99, da wurde es erstmal festgestellt. Mhm. Ja, und ja, also da waren... Sag mal, ein Tumor in der Wange, das ist ja nun schon irgendwie eher exotisch, wenn man das so hört. Wie stellt man das denn fest? Wie hast du das denn bemerkt? Ja, das kann ich ganz genau erzählen. Also, es fängt natürlich nicht so an, wie man denkt. Man sieht das sofort und es fing so ganz einfach an. In der rechten Wange, man merkt einen kleinen, also von außen sieht man gar nichts. Mhm. Man kriegt einen kleinen Knoten. Vom Spüren her, so, wenn man sich die Wange anfasst und es ist verhärtet unter der Wange und von außen, man sieht es gar nicht. Mhm. Und dann bin ich zum Hausarzt hin und ich sage, hören Sie zu, hier so und so, ne? Immerhin, manch einer würde deshalb nicht gleich zum Arzt gehen, ja, ne? Ja, aber der Hausarzt hat zu mir auch gesagt, solange sich das nicht verändert, dann lassen Sie es so. Mhm. Naja, gut, ich habe mir auch da nichts beigedacht und so. Ja. Und dann so, muss ich jetzt lügen, 3-4 Monate später mit Marc kam das, also dann von innen raus, richtig raus zur Wange hin, ne? Hm. Also in den Mundraum rein? Bitte? Nach innen in den Mundraum rein? Nee, nach außen. Ach so. Hm. Alles nach außen. Man hat von außen nichts gesehen, also an der Wange, ganz normale Wange, wenn ich gelacht habe, war nur ein Grübchen. Hm. Und man rechnet ja mit vielen, aber nicht mit sowas. Und was kam dann raus? Denn, ja, anfangs wie Alter... über ein Vierteljahr, glaube ich, war es Eiter und dann wie Wasser. Mhm. Und dann aber auch da würde man ja gar nicht an Tumor denken. Da würde ich denken, da ist ein hartnäckiger Pickel, ja, ne? Ja, eben.
hat er mich dann zum Chirurgen geschickt. Hm? Ich muss jetzt verkneifen, den Namen zu sagen. Ist auch egal. Ja. Da bin ich ja hingegangen und der hat mir dann das aufgeschnitten. Ja. Und das ausgedrückt und hat gesagt, alles ist gut. Hm. Hm. Ja, gut. Und dann war auch alles gut. Circa 3 Monate. Ja, dann kam das alles wieder aber richtig raus dann, ne? Also nicht mehr so, dass man es nicht mehr sehen konnte, dann kam es wirklich. Was kam denn da raus? Ja, danach kam dann raus, genau, ja, Eiter und wie Wasser, Flüssigkeit halt, ne? Aber also dasselbe wieder wie vorher. Ja, wann hat man denn dann diagnostiziert, dass das eben nicht ein Pickel ist, sondern wirklich, dass es sich um Krebs handelt? Es hat sich dann schwarz verfärbt, die Haut. Mhm. In der Wange. Und da waren die Warnsignale eingeschaltet bei den Ärzten? Ja, nee, gar nicht mal. Wann hat man das denn dann rausgekriegt oder hat gesagt, das ist Krebs? Wo ich ins Klinikum gegangen bin, nach Minden. Wie lange hat das dann gedauert insgesamt, vom ersten Erscheinen bis hin zur Diagnose? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Ich war jetzt im Juli, wurde ich operiert. Ja. In Minden, im Juli, das war der 8. Juli. Und jetzt kriege ich es wieder. Hm. Was hat man jetzt, hat man ein großes Stück rausoperiert aus der Wange oder wie? Das ist ein Stück von, müsste jetzt lügen, 4 Zentimeter. 4 Zentimeter? Also im Durchmesser. Ja, naja, immerhin, das ist schon groß. Ja, für eine Wange ist es sehr viel. Wie sieht das jetzt aus? Gab es auch Metastasenbildung irgendwo anders? Soweit ich weiß bis jetzt nicht. Ich muss jetzt Montag wieder hin. Bis jetzt Gott sei Dank nicht. Gab es danach noch eine Therapie, eine Strahlentherapie, Chemotherapie? Nein, das nicht. Keine Therapie. Das heißt, du hast Chancen, wenn du Glück hast, dass du mit dem blauen Auge davon gekommen bist? Tja, das kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich Glück habe, ja. Naja, die Ärzte müssen ja irgendwas zu dir gesagt, die müssen ja irgendeine Prognose gesagt haben. Nee, also ich muss jetzt Tabletten, wie gesagt, hatte ich ja erwähnt, ne? Und Salbe und jetzt muss ich am 23. wieder hin zum Dermatologen, alles nochmal angucken und dann nochmal nach Minden. Na, ist klar, aber die Ärzte sagen ja, nachdem eine Operation durchgeführt wurde, dass die sagen, die Chancen stehen so und so. Nee, also nach der Operation sollte alles eigentlich gegessen sein und ist wiedergekommen. Danach ist es eigentlich schon, also die hätten gesagt... Ach so, Moment. Du, nach der Operation ist es dann nochmal gewachsen? Ja, ich sehe genauso aus wie vor der OP. Und jetzt im Moment, wie siehst du jetzt aus? Scheiße. Bist du denn dann nochmal operiert worden? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt muss ich ja die Tabletten nehmen. Also das heißt, der Tumor ist wieder da, trotz Operation? Ja. Also ob es ein Tumor ist, werden wir dann sehen in 3 Wochen. Ach so, na, das habe ich so gar nicht, habe ich gar nicht so verstanden. Und jetzt. Ich dachte, ich komme aus Minden raus, da Klinikum 2 und das wäre es gewesen. Und dann mal geht die Scheiße wieder los und ich sehe genauso aus wie vorher. Und jetzt überlegen sie halt, ja, auf Deutsch gesagt, die ganze Wange wegzunehmen. Wann den nächsten Termin? Ich habe am 23. muss ich erst zum Hautarzt wieder, oder zum Dermatologen. Die gucken sich das nochmal an. Also danach muss ich erstmal zum Professor, dass der sich das richtig anguckt. Also kann man nur die Daumen drücken, dass es nicht wieder etwas Bösartiges ist. Tja. Kann man nur die Daumen drücken, Hollo. Ja. Alles Gute. Natürlich. Alles Gute. Ja, bedanke mich trotzdem. Auf Wiederhören. Okay, ciao. 1:33 und was haben wir hier? 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34 und
50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und heute nicht, dass wir ja Fernsehen. Wir sind heute hier im Radio unter uns mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr euch bei mir melden könnt, egal zu welchem Thema. Meine Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei für euch, extra für euch kostenfrei geschaltet, heute Nacht mal wieder. Faxnummer 0800 5678 110, auch extra kostenfrei für Domian, Anrufer. So, wen haben wir hier? Hier haben wir eine Dame, eine Frau, eine... Wo hab ich sie denn? Auf welcher Taste? Taste 3. Katja, 41 Jahre, hallo. Hallo. Hallo Katja, dein Thema. Ja, Domian, ich habe mein Problem halt, ich gerate immer wieder an einen verheirateten Mann. Immer? Was heißt immer? Es ist jetzt zweimal passiert und das zweite Mal wieder. Ja. Und es fängt normalerweise immer so an, dass wenn ich jemanden kennenlerne, man mir schon sagt, dass er verheiratet ist und dann denkt, na gut, Freundschaft ist alles okay. Und dann kommt irgendwann dieses Thema, ja, aber meine Frau schläft nicht mehr mit mir. Mhm. Und bei uns läuft das mit dem Sex überhaupt nicht. Das ist also von ihrer Seite überhaupt nicht wichtig und Das sagen die Männer dann immer. Ja, das war wir also bis jetzt. Ich muss mal die Grundfakten eben klären. Du bist 41, habe ich gesagt. Ja. Du bist, hoffe ich mal, nicht verheiratet. Nein. Du bist Single. Ja. Und zum zweiten Mal jetzt an einen verheirateten Mann geraten. Mhm. Das erste Mal, wie lange hat die Beziehung, der Kontakt gedauert? 4 Jahre. Oh, 4 Jahre. Ja. Da warst du das fünfte Rad am Wagen. Da warst du die heimliche Geliebte. Ja. Und da habe ich auch wahnsinnig drunter gelitten. Glaube ich. Und habe gedacht, das machst du nicht nochmal. Hast du es abgebrochen, weil du es nicht mehr hast ertragen können? Ja. Und bin genau in die gleiche Misere wieder und noch härter. Noch härter. Wie sieht denn die Situation jetzt aus? Wie lange bist du mit dem Neuen jetzt schon zugange? 10 Monate. Mhm. Wo habt ihr euch kennengelernt? In der Kur. In der Kur. Klassisch. Klassisch. Er war also auch alleine in Kur. Ja. Wer hat denn da wen zuerst angebaggert? Also er, sagen wir mal, hat mich nicht direkt angebaggert, aber ich bin eigentlich so mit Scheuklappen überall durchgegangen, wollte nichts hören, nichts sehen, wollte wirklich nur für mich sein. Mhm. Und er ist aber sehr liebevoll mir auf die Nerven gegangen. Mhm. Und hat dich damit betört letztendlich? Ja, also er hat mir das gegeben, was ich brauchte. Ich brauchte eigentlich Zuneigung und... So, das war in der Kur. Hat er in der Kur schon erzählt, dass er verheiratet ist? Ja. Mhm. Ja, ihr habt darüber offen geredet? Ja. Mhm. Lebt er in deiner Stadt, in deiner Gegend? Nein. Er lebt viel weiter weg von mir. Wie viele Kilometer? Ja, über 300 Kilometer. Über 300. Ja. Wie sieht denn der Kontakt denn jetzt aus? Wie oft seht ihr euch? Oh, das ist jetzt immer weniger geworden. Telefonieren täglich mehrfach. Mehrfach? Ja, also er hat eine Telefonrechnung meistens über 2000 Mark. Das ist also schon ganz heftig. Hat er Kinder? Ja. Wie viel? 4. 4 Kinder? Ja. Und die Frau ahnt nichts davon? Doch, sie weiß davon. Sie weiß davon? Ja, sie weiß davon. Aha. Mhm. Und wie geht die Frau damit um? Sie macht also ständig Terror. Mhm. Und sie hat auch mich schon angerufen und hat mich also aufs Schlimmste beleidigt und versucht runterzumachen und mir die Schuld zu geben, wenn das mit den Kindern zu Hause nicht mehr klappt und ich würde ihr den Mann wegnehmen. Und ich habe nicht viel mit ihr gesprochen und sie wollte dann auch alles wissen, was ich dann mit ihm mache, was wir treiben und da habe ich gesagt, da rede ich nicht drüber und sie möchte das bitte mit ihrem Mann klären. Mhm. Wie alt sind denn die Kinder? Ja, jetzt kommt der Hund. Das sind ganz kleine Kinder, zum Teil noch. 1 Jahr, 2,5 Jahre, ich glaube 9 Jahre und 11 oder 12, keine Ahnung. Nach seiner Darstellung ist die Ehe kaputt? Ja. Das ist es. Und wie das so angefangen hat, ich habe die beiden ja auch in der Kur gesehen. Sie ist ja zu ihm gekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, also es kam nichts Liebevolles rüber, aber das müssen beide selber wissen. Mhm. Aber er sagt zu dir, dass er sich nicht mehr liebt. Das sagt er eben nicht. Das sagt er nicht? Er sagt nur,
liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Das sagt er zu dir. Ja, und er sagt, ich kann diese Frau niemals so lieben, wie ich dich liebe. Und warum ist er noch bei der Frau? Er sagt, darf man das mal so offen fragen? Ja, klar. Er sagt, wegen den Kindern. Und da habe ich gesagt, meinst du, das tut den Kindern gut? Mhm. Wenn ihr euch ständig ankeift, sie dich niedermacht. Richtig, und ja. Wie ein räudiger Hund unterm Teppich spazieren geht. Nämlich das macht er. Mhm. Und er... Jetzt telefoniert er am Tag mehrfach. Ja. Redet ihr auch über die Grundproblematik viel? Ja, wir reden über alles. Und es ist der erste Mann, wo ich auch meine sexuellen Wünsche preisgeben kann und wo ich... Der erste Mann? Ja, wo ich das erste Mal sagen kann, also ja, es ist alles ganz anders. Ich meine, das ist natürlich schon eine gravierende Aussage, ne? Du bist 41 Jahre alt, mhm. Und wenn du sagst, das ist der erste Mann, zum ersten Mal, wo ich sexuell richtig auf die Kosten komme, ja. Und meinen Spaß habe, ja. Und mich entdecken kann, alles genießen kann. Ja, es ist wahnsinnig schön verspielt. Mhm. Das ist, ich hatte... Hast du auch neue sexuelle Seiten an dir entdeckt durch ihn? Ja, aber wahnsinnig. Es ist Wahnsinn. Und ich habe diese Gefühle noch nie vorher gehabt. Welche sexuellen Seiten sind das? Kann man das so benennen? Ja, das ist... ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das sind einfach Gefühle an mir, wo ich merke, dass mir der Sex richtig Spaß macht. Mhm. Also ich verstehe, es sind keine neuen sexuellen Spielarten, die ihr entdeckt jetzt miteinander. Nein, aber ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich an diese gewissen Spiele denke. Mhm. Ich habe sonst ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Und ich hatte nie eine Jugendliebe. Mhm. Okay, es gibt bestimmt eine ganze Menge Menschen, die das auch nicht hatten. Aber ich wurde von meinen Eltern, ja, ich sag ganz einfach mal so, vergeben. Mhm. Die haben bestimmt, welchen Mann ich bekomme, und der war eine ganze Ecke älter als ich. Also es fing in Richtung Liebe und Erotik ganz übel an. In ja, ich bin auch, ja, ich war knapp 12 Jahre alt. Da hieß es, das ist dein Mann, da gehörst du hin und Ende. Darf ich dich was ganz Indiskretes fragen? Ja. Dieser neue Freund jetzt, mit dem du 10 Monate zusammen bist, sagen wir es mal so, hast du durch den erstmals wirklich einen guten Orgasmus erlebt? Ja, ich habe den bisher immer nur für mich alleine gehabt. Ach, nie mit den anderen Männern? Noch nie mit einem Mann. Das ist ja was ganz, ganz Wahnsinniges. Und das erlebst du jetzt mit ihm? Ja, das erlebe ich mit ihm. Und er ist wahnsinnig schön verspielt. Hm. Und er macht Dinge, wo ich sage, boah, das würde ich mir nicht trauen. Hm. Ich meine, okay, es ist mit einem ganz einfachen Ding. Er steht plötzlich mitten auf der Straße und küsst mich und links und rechts fahren die Autos vorbei. Hm. Und boah, ich sagte, die fahren dir das Auto kaputt. Dachte aber, ich liebe dich und darum mache ich das. Ich möchte das jetzt haben. So, jetzt kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass du etwas von Sinnen bist, was diesen Mann anbelangt. Ja. Wenn man so etwas erlebt, ist das natürlich eine ganz große Bindung. Es ist Wahnsinn. Es sind zwei Gefühle. Es ist einmal dieses Gefühl, was ich, diese schönen Dinge, die ich mit ihm erlebe. Und dann kommt dieses Gefühl, was geht denn da ab? Und wird er sich da wirklich trennen? Und wenn er sich trennt, wie wird das weitergehen? Wie ist das mit den Kindern? Also dein Traum wäre so ganz in der Fantasie, dass er zu dir kommt und ihr zusammen lebt. Ja. Das wäre dein Wunsch, dein Traumwunsch. Es wäre mein Wunsch, dass wir beide von mir aus gerne woanders hingehen und zusammenbleiben. Mhm. Das wäre es schon. Aber ich habe auch Verständnis. Ich habe ihm auch gesagt, ich werde immer zurücktreten, wenn es um deine Kinder geht. So, jetzt merke ich, dass du über beide Ohren verliebt bist. Ja. Über beide Ohren. Das ist eine ganz, ganz große... ein ganz großes Erleben ist, was du da gerade mit durchmachst, im positiven Sinne durchmachst. Jetzt setzt natürlich alle Ratio aus, ne? Alle Vernunft setzt aus, wenn man so, wenn die Gefühle so in Wallung sind. Jetzt die Kehrseite der Medaille. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er verheiratet ist, dass er seit 10 Monaten dieses Spiel treibt, dass er sich offensichtlich, sonst hättest du es mir erzählt, sich nicht für dich entscheidet zurzeit, dass er das laufen lässt mit seiner Frau, obwohl die Ehe nicht in Ordnung ist. Ja. Er vielleicht unter den Kartoffeln steht, der Frau? Das denke ich mir. Vielleicht auch Angst hat vor der gesellschaftlichen Ächtung, wenn er sich scheiden lässt? Ja, das wird es sein. Seine Freunde, die Verwandtschaft und so weiter, dass da viel Druck ist? Ja, er hat auch ein sehr großes Grundstück. Mhm. Und
da hat er wirklich sehr große Sorge. So, und jetzt stehst du, Katja, da, 300 Kilometer entfernt, bist über beide Ohren verliebt, hast die Dinge gefühlsmäßig sexuell erlebt, die du noch nie erlebt hast, und dieser Mann steht gar nicht richtig zu dir. Ja, und das ist das, was wahnsinnig wehtut, und das ist auch das, was ich ihm sehr oft sage. Und ich habe es sogar schon versucht, ihn zu provozieren, dass er sagt, nee, also so eine Frau will ich gar nicht erst haben. Dass er von sich aus sagt, ich will nicht mehr. Mhm. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Der sagt höchstens, ich habe Verständnis für dich. Ich kann dich sehr gut verstehen. Katja, wie hält er dich denn hin? Welche Perspektive zeigt er denn auf? Er macht das, was ich vorher auch nie erlebt habe. Wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich zum Arzt. Das kriegt gar keiner mit, was mit mir ist. Das interessiert überhaupt keinen. Und reden brauche ich auch mit keinem, weil ich interessiere so gut wie keinen. Er ruft beim Arzt an. Er sagt, so nebenbei erwähne ich vielleicht mal den Namen, der setzt alle Hebel in Bewegung, ruft beim Arzt. Also er ist absolut aufmerksam. Meine Frage war anders gemeint. Welche Perspektive zeigt er auf für euch beide? Sagt er, hält er dich hin? Oder sagt er, ich werde nie meine Frau verlassen? Oder Nein. sagt er, vielleicht irgendwann? Oder was sagt er? Er sagt, er wird sie verlassen. Ach, das sagt er? Ja, er sagt, er wird sie verlassen. Wann? Genau, und das frage ich ihn auch. Sagt er, das wird bald sein. Ich kann dir nur nicht sagen, wann es jetzt ist. Gut, wie lange sind die verheiratet? Die sind jetzt 12 Jahre verheiratet. 12 Jahre. 10 Monate seid ihr zusammen. Mhm. Aber du bist misstrauisch. Du glaubst ihm nicht, ne? Ich glaub's ihm nicht ganz. Und was mir ganz dolle wehtut, er sagt, er weiß nicht, ob er nochmal mit ihr schläft. Mittlerweile, seitdem wir uns kennen, ist es mindestens 2-mal gewesen. Mhm. Und ach, das ist doch nicht so wichtig, Katja. Wenn euer Sex so gut ist, und der ist ja für ihn offensichtlich dann auch gut, wenn du davon so schwärmst, das muss ihm ja dann auch sehr viel Spaß machen, dann wird das bei den beiden nicht so dolle sein, und wenn die da mal einmal noch mal ihre 0815-Nummer schieben, soll dich das nicht stören. Darum geht's ja gar nicht. Ich finde das gut, dass du das jetzt so sagst, weil ich sonst auch immer so gedacht habe. Es war nur nachher von meiner Eifersucht, habe ich das Gefühl, die frisst mich auf. Mhm. Nein, nein, die entscheidende Frage ist jetzt, wie lange lässt der Mann dich noch zappeln? Wann kriegt er den Hintern hoch? Ja. Wann entscheidet er? Und da ist jetzt zu überlegen, wie lange du dir noch gibst, bis du sagst, nein, jetzt ist Schluss. Verstehst du? Ja. Du kannst ihn ja nicht richtig unter Druck setzen. Du kannst ihm zwar vermitteln, dass es dir sehr schwer fällt, so zu leben und dass du schon gerne anders leben möchtest, aber er muss die Entscheidung von sich aus treffen, freiwillig. Genau. Und du musst für dich sagen, also ich halte das jetzt noch 2, 3, 4, 5 Monate aus und dann ist Schluss. Ja. Also weil du gehst vor die Hunde. Das stimmt, da hast du auch vollkommen recht, denn ich habe das gemerkt, ich kriege Atemnot, ich habe Magenschmerzen, ich muss mich mehrfach übergeben und wenn ich an ihn denke... Und ich sag dir, das wird immer schlimmer. Ja. Das wird immer schlimmer. Wenn das so weiterläuft wie jetzt, diese Extreme, so glücklich und so verzweifelt, wirst du körperlich krank daran. Ja, genau. Und das ist es auch. Und ich habe gesagt, es kann so nicht weitergehen. Und ich habe ihm auch gesagt, du hast Angst, deine Frau zu verlieren? Mhm. Gut. Du hast Angst, mich zu verlieren? Mhm. Wenn du Pech hast, hast du irgendwann gar keine Frau mehr. Stimmt, ja. Mhm. Es ist halt so, ich bin bisher nicht weggegangen. Was heißt weggegangen? Ich bin nicht tanzen gegangen. Ich bin zu Hause geblieben. Das, was ich vorher alles gemacht habe, weil er Angst hatte. Er sagte immer, ich habe Sorge um dich, dass dir was passiert. Ich habe gesagt, du hast keine Sorge um mich, dass mir was passiert. Du hast Sorge ganz einfach. Ich könnte jemanden kennenlernen. Du darfst aber ihn jetzt nicht auf die plumpe Art und Weise eifersüchtig machen. Nach dem Motto, jetzt gehe ich aus, mal gucken, was passiert. So nicht, so würde ich es nicht machen. Das ist zu billig, das brauchst du gar nicht. Nee. Sag dem klar, wie du das empfindest. Und mache ihm deutlich, dass dieses eine Situation ist, die nicht auf Dauer haltbar ist. Mhm. Und dann muss er entscheiden. Und wenn er nicht entscheidet, ist es ein absoluter Waschlappen und ein Feigling. Und dann musst du entscheiden. Und dann musst du ganz, ganz hart gegen dich selbst sein und diesen Mann verlassen. Ja. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Nee. Dieses kann so ein Jahr nicht weitergehen. Da hast du vollkommen recht. Das ist das, wo ich hoffe, dass ich irgendwann stark genug bin, um ihm das sagen kann. Ja, das musst du. Wir können über alles reden. Mhm. Aber ihr müsst auch über das Entscheidende reden können. Denn darum geht es, um das Substanzielle. Das ist, wenn ich seine Stimme höre, ist alles nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja, du bist bezirzt von ihm. Ja, ich bin bist wie ein junges Mädchen. Ehrlich, das ist wie ein
mein junges Mädchen, als ob ich da meine Jugend liebe. Und mit ihm ist es genau das Gleiche. Mhm. Wir sind auch gleich alt und das ist das Schöne. Ich habe das erste Mal jetzt auch einen Partner, der gleich alt ist. Mhm. So, Katja, jetzt haben wir alles besprochen. Ja. Mhm. Ist aber schön, dass ich mal also, mit dir reden konnte. Es ist klar, dass du das nicht mitmachen darfst auf Dauer. Und wenn du dich trennst von ihm, wenn es so schlimm kommen wird, was ich dir von Herzen nicht wünsche, wirst du leiden wie ein Tier eine Weile. Ja, das glaube ich. Alles klar. Aber vielleicht dreht es sich ja doch zum Guten und du wirst glücklich sein wie eine Göttin. Ach, das wäre schön. Ja. Das wäre schön. Ich wünsche es dir von Herzen, Katja. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Nicole, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hi, Nicole. Mein Thema ist das Sterben meiner Mutter. Das Sterben deiner Mutter. Ist sie verstorben? Nee, noch nicht. Gott sei Dank noch nicht. Also bei ihr ist vor über einem Jahr die Krankheit Krebs festgestellt worden. Schwermutterhalskrebs. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist jetzt 50 geworden. Ja. Und also die Hausärztin hatte den Verdacht darauf und hat gesagt, sie sollte dann in die Landesfrauenklinik hier bei uns. Mhm. Da ist sie dann hin. Also ich habe sie hingefahren an dem Morgen. Dann wurden auch einige Untersuchungen gemacht. Mhm. Dann bin ich zwischendurch eben weg, um meine Tante abzuholen. Sie wollte auch mit dahin. Und dann sagte meine, also dann hatten sie auch gesagt gehabt, es wäre Krebs und es wäre mit Sicherheit auch operativ, also dass wir es rausoperieren können. Mhm. So, wir waren dann da gewesen wieder und dann sagte sie so zu mir, ja, operieren können sie es nicht mehr. Mhm. Und ich war dann erstmal fertig mit der Welt, ne, und runter zur Ärztin und ich war wirklich so aufgewühlt und wollte nur noch die Ärzte sprechen, wollte wissen, warum, ne? Hin und mich mit der Ärztin zusammengesetzt mit meiner Tante und dann hat sie auch erklärt, dass es einfach schon zu weit fortgeschritten wäre. Mhm. Also sie hätte schon viel eher kommen müssen. Ne? Und sie hatte auch die Symptome, ich wusste es nicht, weil sie hatte auch schon gemerkt gehabt, dass mit ihrem Körper was nicht stimmt seit über einem Jahr, aber sie ist nicht zum Arzt gegangen. Mhm. Ja, was bedeutet das jetzt? Heißt das, dass man gar nichts tun kann? Sie haben es versucht. Also sie haben Chemotherapie gemacht, Bestrahlung haben sie gemacht. Mhm. Die Chemotherapie haben sie hinterher nochmal gemacht, weil im Glauben waren sie erst, es hat angeschlagen. Mhm. Dann hat sie dieses Jahr noch eine Chemo gekriegt gehabt, weil Metastasen aufgetreten sind im Kopf. Und hat auch eine Bestrahlung bekommen, wovon sie die Chemo wiederum nicht gut vertragen hat. Wo ja auch dann die Haare ausgegangen sind, was bei der ersten nicht der Fall war. So, und dann hieß es erstmal 2 Monate Pause und dann machen sie die Chemo weiter. Mhm. Dann haben sie es aber doch nicht gemacht, weil sie anscheinend gesehen haben, es wird nichts mehr bringen. Die Chemo hat anscheinend auch nicht angeschlagen. Mhm. Also kann man das denn noch nicht jetzt genau sagen, ob sie angeschlagen hat? Eigentlich werden nee, doch die können nichts mehr machen. Also gestern beispielsweise, meine Mutter ist zu Hause und jetzt ist es so, dass eine Metastase muss auf den Gesichtsnerv drücken, weil sie kann den Mund nicht mehr bewegen. Nicht richtig. Also die Unterlippe, die ist richtig schlaff. Mhm. Und jetzt muss ich ihr immer helfen beim Essen und beim Trinken, weil sie es alleine nicht mehr schafft. Mhm. Und jetzt hat sie seit 3 Tagen gar nichts mehr gegessen. Und da hatte ich gestern die Hausärztin bestellt gehabt, die kam dann und hat dann auch gesagt, ins Krankenhaus. Mhm. Und da hat mich gestern auch die Hausärztin beiseite genommen, also in einem Raum, wo sie nicht war, und hat dann auch gesagt, es wird jetzt die Tage zu Ende gehen. Die Tage schon? Ja, ja. Ja, es wundert mich überhaupt schon 1,5 Jahre, weil meine Oma ist vor 5 Jahren auch an Krebs gestorben. Mhm. Und da war es, also innerhalb von 2 Monaten war es vorbei. Mhm. Ja, und da war auf der Beerdigung, da habe ich mir noch so gewünscht, also hoffentlich passiert es nicht nochmal. Mhm. Ja, diese verdammte Krankheit. Lebst du alleine mit deiner Mutter? Ich bin alleine, ja. Ihr lebt zusammen in einer Wohnung? Ja, klar, ich wohne bei ihr noch. Also ich wohne noch zu Hause. Mhm. Bekommt sie denn starke Schmerzmittel? Ja, sie bekommt MST, das sind Morphiumtabletten, allerdings nur eine 10er-Dosis. Ja. Wovon die Pflegerin, weil morgens und abends kommt eine Pflegerin, und die sagt noch, sie wundern sich selber darüber, dass sie mit so wenig Schmerzmedikamenten, also weil es eine geringe Dosis ist, überhaupt auskommt, dass sie keine Schmerzen hat. Ist sie noch klar bei Verstand? Sie ist noch klar bei Verstand. Und sie redet auch? Ich kann auch mit ihr sprechen ist und alles. Ist ihr die Ernsthaftigkeit des Zustandes bewusst? Weiß sie das? Ich denke mal, ja. Aber so ganz klar habt ihr es ihr nicht gesagt? Bitte? So ganz klar habt ihr es ihr nicht gesagt? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Na, weil wenn man, ich habe es auch schon von Ärzten gehört, ne? wenn man jemandem sowas ins Gesicht sagt, dann ist es sofort vorbei. Weil irgendwo, klar, die Menschen, die wissen es auch.
dass es zu Ende geht. Aber irgendwo macht man sich doch noch Hoffnung. Aber für dich ist das jetzt eine Gewissheit, vor allen Dingen, nachdem die Ärztin das auch gesagt hat, dass deine Mutter bald sterben wird, bald tot sein wird. Ja. Vor allen Dingen auch schon seit dem Tag, wo sie gesagt haben, sie können es nicht operieren. Also an dem Tag, ich war wirklich so fertig. Ich bin also selber mit dem Auto noch gefahren. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf die Straße konzentrieren. Ich war total fix und alle, habe an dem Abend noch über 38, 39 Fieber gekriegt. Habe eine Bronchitis gekriegt, die über 3-4 Wochen anhielt und bin jeden Tag ins Krankenhaus, von morgens bis abends da geblieben. Ne? Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch 2 Geschwister. Einen Bruder, der hat seine eigene Familie. Ja. Der schafft es auch nicht, leider Gottes, nicht so oft vorbeizukommen, weil er wirklich nur rund um die Uhr am Arbeiten ist. Und meine Schwester, die hat es vorgezogen, letzte Woche eher auszuziehen, als wie sich mit um die Mutter zu kümmern. Also es hängt alles an dir jetzt? Momentan ja. Also ich habe eine Tante, die wohnt direkt um die Ecke. Es ist eine Straße weiter. Es ist keine Minute Fußweg von hier. Die kommt nicht drüber, die meldet sich nicht telefonisch und gar nicht. Aber die Mutter ist im Moment noch zu Hause, ist nicht ins Krankenhaus gegangen. Doch, die ist heute Morgen ins Krankenhaus. Heute Morgen ins Krankenhaus gegangen. Die bin ich auch vorhin besuchen gefahren und habe auch gesagt, du kommst auch bald wieder raus. Das ist ja auch noch so schwer, ne? Jetzt zu Schauspielern vor ihr. Du weißt, wie ernst das ist und du musst dann noch gute Miene zu bösem Spiel machen. Ne? Ja. Und also manchmal wirklich, in manchen Situationen, da wächst mir die Sache einfach über den Kopf, dann gehe ich raus. Ne? Ja, deswegen fragte ich das auch gerade. Hast du, ob du alleine bist oder ob da noch andere Leute sind, die dir so ein bisschen zur Seite stehen, aber offensichtlich ja nicht. Doch, ich habe einen Freund und er und seine Familie, also die stehen hinter mir. Und dann noch zwei andere Tanten, wovon eine sich besonders darum kümmert. Sie ist zwar nicht oft da, aber wenn sie mal da ist, dann tut sie auch alles, was sie kann. Ne? Das hast du doch wahrscheinlich Angst oder es ist ja ganz schwer zumute, morgen wieder ins Krankenhaus zu gehen, weil ihr Zustand wahrscheinlich noch wieder schlechter geworden ist. Das geht. Also heute hat sie Gott sei Dank was gegessen. Ja, und das, da fällt mir wirklich schon ein Stein vom Herzen. Weil irgendwo hast du immer Hoffnung. Nur ich rede nicht gern mit meinem Freund darüber, weil sein Vater ist selber letztes Jahr an die gleiche Krankheit gestorben. Was ist mit deinem Vater? Lebt er noch? Ich denke mal schon, aber ich habe absolut keinen Kontakt zu dem. Ich bin auch auf der Suche nach dem, weil er lässt sich irgendwie nichts machen. Also da gibt es auch keine Hilfe von der Seite. Der kümmert sich auch nicht um deine Mutter. Würde er auch nicht tun. Nee, weil der weiß, ich denke mal auch nicht, dass der irgendwas darüber weiß. Weil ich habe, wie gesagt, jahrelang keinen Kontakt mehr zu dem. Was wirst du sagen, wenn deine Mutter dich fragt? Wenn sie fragt, muss ich bald sterben? Das weiß ich nicht. Aber ich denke nicht, dass sie so ein Typ ist, der mich fragt, weil sie weiß es innerlich selber und sie spricht mich nicht darauf an. Und ich weiß es und ich spreche sie nicht darauf an. Also im Gegenteil, ich mache ihr immer Hoffnung, ne? So, ja, das wird schon wieder und. Bis jetzt hat es immer geklappt, wenn sie ganz unten war, sie ist immer wieder hochgekommen. Ne? Nur ich meine, wo sie die Krankheit gekriegt hat, sie hat Gewicht an ungefähr 60 Kilo gehabt, Normalgewicht, 60, 62. Jetzt mittlerweile, dadurch, dass sie auch tagelang nichts gegessen hat, ich schätze mal unter 40 Kilo jetzt auf jeden Fall. Weil vorher hat sie um die 40 Kilo gewogen. Als sie heute ins Krankenhaus kam, da warst du ja dabei, ne? Ich war dabei, ja. Geht einem da sowas durch den Kopf, vielleicht wird sie jetzt nie wieder in diese Wohnung kommen? Ja, die Ärzte meinte auch gestern zu mir, also es kann sein, dass sie gar nicht mehr zurückkommen. Und sie dachte auch, ich solle mir genau überlegen, ob ich möchte, dass sie im Krankenhaus stirbt oder hier. Oh, Nicole, ist das traurig. Ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Da gibt es ja gar keinen Trost, außer dass du irgendwie sehr stark sein musst. Und das weißt du ja selbst, das braucht dir ja keiner zu sagen. Deine Beziehung zu deiner Mutter war sehr eng, oder ist sehr eng? Doch, auf jeden Fall. Ich bin ja die Einzige, die hier überhaupt noch ist für sie. Ne? Sie sagt ja auch selber, sie merkt das ja auch, ne? Dass keiner kommt. Sie sagt, also heute im Krankenhaus sagte sie auch schon, für die bist du schon gestorben. Ne? Und in so einem Moment weiß ich auch nicht, was ich drauf sagen soll. Du kannst eigentlich, das, was du noch machen kannst, ist, dass du die letzte Zeit für deine Mama noch so angenehm wie irgend möglich gestaltest, dass du ihr die Liebe zeigst, die Zuneigung und die Aufmerksamkeit. Aber das machst du ja, das merke, höre ich ja schon. Ja, ich denke auch mal, ich habe auch selber für mich auch beschlossen, dass ich möchte, dass sie auch nach Hause kommt. Genau, das ist sicher auch eine wichtige Entscheidung, dass sie nicht im Krankenhaus... Klar, ich habe selber Angst davor, einen toten Menschen zu sehen. Ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen. Aber es ist deine Mama und das ist was ganz anderes. Das ist was anderes, also... Dann werde ich auch durch. Ja.
Nicole, ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung ist gleich zu Ende. Alles klar. Ich wünsche dir viel Kraft. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder da im Radio und im Fernsehen. Und da heißt unser Thema, das darf nie mehr passieren. Denkt mal nach, was ihr so denkt in eurem Leben. Das darf nie mehr passieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.